Leute, ich bin Stella. Heute möchte ich euch mal in unserem Auswanderabenteuer in Spanien möchte ich euch mal die Unterschiede der Krankenkasse hier erklären. Und zwar gibt es in Spanien zwei Arten von Krankenkassen. Es gibt die ganz normal gesetzliche und es gibt die private. Allerdings ist es nicht so wie in Deutschland, dass die irgendwie miteinander arbeiten, sondern die arbeiten exakt separat. Ich persönlich glaube, dass die Krankenkassensysteme anders sind. Ich glaube, die ärztliche Betreuung in Spanien ist sehr, sehr gut und auch hochprofessionell. Auch hier in Barcelona haben wir eine Augenklinik, die ist so weltweit bekannt, dass auch aus Saudi-Arabien oder aus sonst woher Patienten anreisen, um sich hier operieren zu lassen. Also es gibt gewisse Fachgebiete, da sind die spanischen Ärzte wirklich sehr, sehr gut. Und auch grundsätzlich glaube ich, dass die Qualität der Ärzte eine gute ist in Spanien. Trotzdem ist es hier so ein bisschen anders. Was ist anders hier? Also fangen wir mal an. Wir haben die gesetzliche Krankenkasse. Wenn ich das jetzt nicht so genau im Blick habe, korrigier mich, schreib es mir in die Kommentare. Und zwar glaube ich, dass wenn du arbeitest, kommst du automatisch in die gesetzliche Krankenkasse. Und dort ist es so, dass du einen relativ geringen Anteil, wie in Deutschland, prozentual monatlich von deinem Gehalt einzahlst. Es ist so, dass zum Beispiel in dem Ort, in dem wir wohnen, gibt es auch ein Gesundheitszentrum. Das nennt sich CatSalut von Catalunya. Und dort muss wie so ein kleines Mini-Krankenhaus und dort gibt es die verschiedenen Ärzte. Da gibt es Kinderärzte, gibt es Frauenärzte, da gibt es Spezialisten, da gibt es Psychologen, Hausärzte, whatever, you name it. Also es ist eine Gruppe verschiedener Ärzte, die an einem Ort ansässig sind. Allerdings in unserem kleinen Ort. Wir wohnen nicht direkt in Barcelona, sondern am Stadtrand und in unserem kleinen Ort ist es so, dass wir vielleicht 25.000, 30.000 Einwohner haben und alle gehen in dieses Zentrum, wenn sie gesetzlich krankenversichert sind. Jetzt zu der Zeit, wo vor allem auch viele PCR-Tests gemacht werden, ist es so, dass zum Teil riesige Schlangen vor dem Eingang sind, dass die Wartezeiten ziemlich lang geworden sind. Und meine persönliche Erfahrung war eigentlich bisher ein bisschen schockierend. Das heißt, die Untersuchung und wenn wir dort waren, waren gut. Die Organisation war etwas chaotisch, also mit Terminvergabe und so weiter. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Anmeldung vorne nicht genau wusste mit den Ärzten und so. Also, aber das ist jetzt tatsächlich unser CatSalut. Und das Knöpfchen, das hatte jetzt, war beim Kinderarzt, alles wunderbar. Es sollte dann eine spezielle Untersuchung stattfinden. Die wurde dann tatsächlich auch am nächsten Tag durchgeführt. Also das war sehr überraschend. Und dann hieß es, okay, das CatSalut, das meldet sich bei uns. Und dann kriegen wir eine Information, wann der Termin für den Spezialarzt ist. Und dann ist es nicht so wie in Deutschland, dass es im Prinzip alle Ärzte für die Krankenkasse arbeiten, sondern es arbeiten Ärzte für die gesetzliche Krankenkasse und es arbeiten Ärzte für die private Krankenkasse. Es gibt ein paar Ärzte, die arbeiten für beide. Allerdings teilt sich das tatsächlich so auf. Und du kannst eben nicht beim Spezialarzt anrufen und sagen, so, ich muss jetzt HNO oder ich muss zum Orthopäden, hinten zwickt's im Rücken oder irgendwas, sondern nein, du wartest, dass du angerufen wirst und dass du einen Termin bekommst. Und dann ist es tatsächlich so, friss oder stirb. Und dann haben wir einen Termin bekommen für Mai 2021, woraufhin ich dachte, excuse me, that's a no-go. Und es gibt in Spanien auch so kleine Scherze, dass man sagt, ja, ja, wenn du böse krank bist und zum Spezialisten musst, dann stirbst du wahrscheinlich vorher, bevor du einen Termin bekommst. Also das heißt, hier haben wir echt ein zeitliches Problem mit der Versorgung. Aber zum Glück haben wir die private Krankenversicherung, das ist die Mutua. Das ist eine Versicherung, die jeder privat zahlt, kostet so ungefähr pro Person zwischen 50, 60, 70, 80 Euro im Monat. Das heißt, wir als Familie zahlen, glaube ich, so 150 oder 180 Euro im Monat. Und dort können wir dann zu privaten
Ärzten gehen. Das heißt, da machen wir das so, wie wir das in Deutschland gewohnt sind. Wir rufen an, wir vereinbaren Termine, wir müssen nicht Monate warten, bis wir einen Termin bekommen. Und das war dann im Prinzip beim Knöpfchen genauso, dass wir dann innerhalb von ein paar Tagen einen Termin bekommen haben und dann die Untersuchung stattgefunden haben. Ein großer Unterschied ist, dass wenn es um die gesetzliche Krankenkasse geht, sind die Medikamente, die dir dann vom Arzt aufgeschrieben werden, alle kostenfrei. Gehst du allerdings zur privaten Krankenkasse und bekommst dann ein Rezept, musst du es selber zahlen. Also manche Leute machen es auch so, dass sie dann nochmal gerade zum Hausarzt gehen und sagen, ja, ich habe jetzt hier von meinem Frauenarzt irgendwas aufgeschrieben bekommen, kann ich das über dich auch aufgeschrieben bekommen und dann muss ich es nicht zahlen. Also manchmal macht das der Hausarzt auch, weil er weiß, dass es sehr lange dauert, gerade wenn es so bei Spezialisten Themen geht und wenn es spezialisierte Medizin ist und so weiter, die vielleicht auch sehr teuer ist und man nicht lange warten möchte, bis dann der Arzttermin kommt. Manchmal geht das, aber es geht nicht immer. Und ja, das muss ich sagen, das finde ich hier schon ziemlich krass. Also A, dass du nicht bestimmen kannst, wann gehst du zum Arzt, also die Grundversorgung schon, das heißt, du rufst beim Katsalut an und sagst, okay, ich möchte zu meinem Hausarzt, wann ist er da, wann hast du Termine und dann gehst du hin, gegebenenfalls hast du auch Wartezeiten, nicht anders wie in Deutschland und ja, und dann kriegst du halt für die Spezialisten Termine und du kannst wahrscheinlich im Zweifel sagen, ja, der Termin geht nicht, aber der nächste Termin ist dann wahrscheinlich noch weiter in der Zukunft und nicht dichter. Also das ist wirklich sehr, sehr schockierend, wenn du einen Termin für einen Spezialisten bekommst, der 6 Monate später ist. Das ist mega krass. Und in der privaten Krankenversicherung, da gibt es auch teilweise kleine Krankenhäuser und die Spanier sagen immer, also allgemein ist die private Krankenversicherung und die Versorgung sehr, sehr gut, aber wenn es dann wirklich was richtig Ernstes wäre, würde ich mich doch lieber von der gesetzlichen untersuchen, operieren und so weiter lassen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Universitäten mit den gesetzlichen zusammenarbeiten, aber es gibt auch sehr, sehr gute Ärzte und Zentren und Krankenhäuser für die gesetzliche Krankenkasse. Manchmal ist das ein bisschen abhängig auch von der Krankenkasse, für die du dich entscheidest. Also ja, und du kannst dich natürlich permanent umentscheiden und überlegen, okay, mit denen möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten, sondern ich wechsle die Mutua und gehe dann zu jemand anders. Ja, also im Vergleich nochmal zu USA ist es tatsächlich so, in USA bist du gestorben, weil du es dir nicht leisten kannst. In Spanien stirbst du, weil der Termin so lange dauert, bis du kommst, bis du dran bist. Also ich sag's euch, Leute, genießt eure Krankenversicherung. Super. Also, das war ein kleines Update von mir. Ich freue mich über Likes und Abos und die Glocke nicht vergessen und tschüss.